Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam wa rasulillah wa la alihi wa sahbihi ajma'in. Im heutigen Beitrag geht es um die Dawa vom Propheten Salih alayhi salam in Sure 7. Wir untersuchen das, weil wir uns ein Beispiel an den Propheten nehmen müssen. Insbesondere in der Dawa, denn Allah sagt unter anderem in Sure 6, Vers 90: Ulaika alladhina hadallah fabihudam muqtadi. Dies sind diejenigen, die Allah recht geleitet hat. So nehmt euch ein Beispiel an ihre Rechtsleitung. Die Dawa, die mit der Dawa der Propheten übereinstimmt, ist richtig. Und wer behauptet, dass die mit der Dawa der Propheten übereinstimmt, falsch sei, ist jemand, der die Menschen in die Irre führt. Ganz klar und deutlich. Denn wir haben schon gesagt, dass das die Rechtleitung ist. Das sind die Menschen, die rechtgeleitet sind. Und wer sagt, dass das, was sie gemacht haben, nicht zur Rechtleitung gehört, führt die Leute in die Irre. In Sure 7, ab Vers 73, es gibt manchmal unterschiedliche Nummerierungen, ja, wird erwähnt. Und zu den Thamud entsandten wir ihren Bruder Salih. Er sagte, also erstmal wurde er entsandt. Es gibt heute Leute, die sagen, man soll nicht zu anderen Menschen gehen und ihnen sagen, dass sie auf dem falschen Weg sind. Man soll sie einfach so leben lassen, wie sie wollen. Jeder ist mit einer Religion geboren. Wäre dem so, dann wäre es sinnlos von Allah gewesen, die Gesandten zu entsenden. Und das ist purer Kuffer, diese Behauptung. Diese Behauptung beinhaltet puren Kuffer, zu sagen, jeder Mensch soll die Religion behalten, die er hat, selbst wenn die Religion falsch ist. Und so ein Schwachsinn wird teilweise verbreitet. Und diese Leute denken auch noch, sie wären die besten Muslime. Sie wären Muslime. Wer glaubt, dass eine andere Religion neben dem Islam richtig ist, leugnet den Koran. Der ganze Koran ist voll von Geschichten von Propheten, die zu ihrem Volk gehen und ihrem Volk vermitteln, dass das, was sie tun in der religiösen Anbetung, falsch ist. Und dann kommen Leute, die behaupten, man solle niemandem sagen, dass das, was er tut, in der Religion falsch sei. Das ist purer Kuffer, das ist eine pure Irreführung. Es schmerzt wirklich, wenn man sieht, wie Millionen von Menschen durch bestimmte kommunistische, leninistische Ideologien vom Islam weggeführt wurden und es noch nicht mal merken, weil sie einfach so unwissend sind. Das ist wie ein Frosch, der denkt, er sei ein Schwan. Und jeder, der ihm erzählt, hör mal, du bist gar kein Schwan, du bist ein Frosch, dann sagt der Frosch, nee, ach, du bist doch total bescheuert, ich bin ein Schwan. Es ist zum Heulen. Naja, auf jeden Fall, der wurde gesandt. Dann sagt er sagte, O mein Volk, dient Allah, ihr habt keinen anderen Gott außer ihm. Das heißt, das Volk von Salih hat andere neben Allah angebetet und er sagt ihnen jetzt, dient nur Allah und dient nicht den anderen. Diese Götzen, die ihr liebt, die euch so heilig sind, die haben nicht das Recht, angebetet zu werden. Was macht er damit? Er kritisiert sofort den Götzen, der geht sofort auf den Tauhid ein. Das heißt, er ist offensiv in der Dawa und er kritisiert in der Dawa. Und dann geht es weiter. Wahrlich, nunmehr ist zu euch ein deutlicher Beweis von eurem Herrn gekommen, diese Kamelstute Allahs als Zeichen für euch. So lasst sie auf Erde weiden und tut ihr nichts zu leid, denn sonst wird euch eine schmerzliche Strafe treffen. Das heißt, er warnt vor einer Strafe. So. Wenn heute jemand sagt, man soll niemanden vor der Strafe warnen, vor der Strafe Allahs warnen, dann widerspricht er ganz klar dem, was der Prophet Salih gesagt hat und was Allah uns offenbart, damit wir wissen, wie wir Dawa zu machen haben. Wie gesagt, hier wird noch einiges erwähnt, ihr könnt euch das selber durchlesen, insbesondere in die Suren 11, Sure 7, Sure 11, Sure 21, Sure 26. Das sind Suren, die voll sind mit Geschichten der Propheten. Und wir würden jedem empfehlen, sich diese Geschichten durchzulesen, denn es ist wirklich traurig, wie viel Unwissenheit herrscht. Das heißt, wir sehen hier, dass Salih kritisiert hat, dass er direkt war, dass er vor Strafe gewarnt hat. Ja? Und daran sehen wir, dass derjenige, der heute die Dawa so macht, mit der Dawa von Salih übereinstimmt. Und dass diejenigen, die sagen, dass die Dawa, die direkt ist, offensiv ist, vor Strafe warnt und die Götzen kritisiert, die falschen Götter kritisiert. Und heute sind die falschen Götter nicht mehr Hubel und Lad und Uzza und Manat, sondern heute gibt es andere falsche Götzen, die verehrt werden.
ja, die halt andere Namen haben. Und dann muss man auch, so wie die Propheten das gemacht haben, sofort das Heiligste dieser Menschen, was verehrt wird als Gott, also kritisieren und argumentativ angreifen. Das ist der Weg der Propheten. Und jeder Weg, der dem Weg der Propheten widerspricht oder sogar den Weg der Propheten als falsch darstellt, ist ganz klar und deutlich ein Irrweg.